So, dann sage ich erstmal ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Prominence Poker. Ich freue mich natürlich, dass ihr alle wieder hier eingeschaltet habt. Diesmal natürlich wieder mit der Überraschung mal der Cam, damit ihr natürlich auch jeweils die, ja, mich dann auch, sag ich mal, besser kennenlernt oder wie man das auch immer sehen soll. So, erstmal die Bedienung weg. Und dann würde ich gleich mal sagen, fangen wir gleich mal an, reden nicht lange rum, gehen dann gleich mal auf Spielen. Ich würde mal sagen, ach, wir fangen mal nicht mehr so leisten, wie ich das gerne hätte. Und gehen mal gleich irgendwo rein. Ich freue mich natürlich, wenn ihr wieder euch am Chat hier beteiligt. Schreibt mir gerne wieder was rein. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, Entschuldigung, aber wie gesagt, beim Pokern gehört mir mich das immer irgendwie dazu, diese Zigarette. Jetzt kann ich hier offen mit euch reden. Ich musste nur mal schnell mich selber stummen hier. Damit das sozusagen hier auch keiner mitkriegt. Was wir hier so zu bereden haben. Runde ist wieder mal so ein Ding, wo wieder gar nichts kommt. Ich habe es mir schon wieder fast gedacht. Ah, jetzt muss ich zuerst setzen. Nee. Ich weiß, ihr werdet jetzt sagen, das sind ja nur 1000. Du hast ja so viel. Trotzdem mache ich es irgendwie nicht. Ich versuche dann immer noch relativ ernsthaft zu spielen. Zumindest versuche ich's. Oh, jetzt geht's ja aber richtig zur Sache. Ohohoho. Ja, diesmal callt er nur. Aber ist ihm vielleicht doch ein bisschen zu teuer. Na, und der Kit hat natürlich gar nichts gehabt.
Hatte ich mir schon fast gedacht. Und ihn schön ist wahrscheinlich die 9er, weil ich zweifle, dass er die 9 hat. Kannst du mir einfach nicht vorstellen. Er wird irgendwie. Zwerghöhniger halte ich eigentlich auch für ausgeschlossen. Ich gehe mal stark davon aus, dass der irgendwie sowas wie zwei Asse oder zwei Damen oder zwei Buben oder irgendwie sowas hat. Und damit jetzt irgendwie Eindruck schinden will. Das denke ich mal nämlich eher. Ich habe mir hier alles schon bereitgestellt, hier meine Getränke und so. Das war's gar nicht. Hier unten habe ich's noch. Ein kleiner Schluck hier noch. Jetzt mal wieder ein bisschen errichten hier. Sag doch, zwei Buben gegen zwei Damen. Wusste ich doch, dass keiner die 9 hat. Hätte ich jetzt die 9 gehabt, wäre ich aber richtig reingebuttert. Aber richtig reingegangen. Ich hätte mir schon fast gedacht, dass keiner die 9 hat. Was haben wir denn diesmal hier Schönes? Auch nicht besser. Jetzt hat er schon 2000. Was macht sie? Sie ist schon eingeschlafen? Nee, die raced erstmal. Nee. Nee. Ich weiß, jeder wird sich diese 25 da angucken. Ich irgendwie nicht. Ich habe irgendwie wieder das Gefühl, dass wieder jemand höher geht. Und genau damit habe ich nämlich gerechnet. Und da habe ich mir das Geld nämlich jetzt gespart. Was sehr, sehr praktisch ist. Siehst du, und der erste schmeißt schon weg, weil die mit viel zu hoch ist. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt zum Pokern, sei es die Regeln, wie auch immer, stellt sie mir hier gerne, hier im Chat. Das ist überhaupt nicht das Problem. Ihr könnt sie mir nachher auch für die Leute, die es bei YouTube dann sehen, könnt ihr es mir als Kommentar gerne drunter schreiben. Wie gesagt, ich mache das auf jeden Fall so schnell wie möglich euch allen. Kein Problem. Nah am Flasch, aber das wäre mir einfach viel zu teuer alles. Jetzt haben die Bilder nämlich auch nicht. Und da wäre der Flasch. Naja. Aber wer guckt sich schon 10 und 2 in Herz an? 2 Asse. Also daran sieht man schon, wahnsinnig toll spielt die jetzt auch nicht. Am Anfang relativ viel. Ja, ich bin immer noch derjenige, der relativ taktisch versucht ranzugehen und erstmal zu gucken, wie spielen die anderen, ja, um einfach mal zu sehen, was machen die anderen da so. Und hier bei Twitch begrüße ich erstmal den ersten Zuschauer, hallo, hier bei meinem Pokerspiel. Mal gucken, was hier so kommt. Ich checke nur. Ich wüsste trotzdem, was ich habe. Oh, die haben alle nichts. Das ist schon mal schlecht, dass alle nichts haben. Nee, mit 20 kriegt er mich nicht raus. Da hätte er schon ein bisschen mehr ranhauen müssen. Na gut, wer ist bei 40, kriegt er mich nicht raus.
passt. Gucken wir mal, was hier noch so kommt. Das ist ja schon mal schlecht, weil der König höher ist als das, was ich hier habe. Hundertzehn? Nee. Nee. Auch wenn er den König nicht hat. Holla Jesus. Ich habe irgendwie das Gefühl, der hatte gar nichts. Das ist das Gefühl, was ich hatte. Also wenn, dann hatte er nur den König. Den Flasch hat er niemals gehabt. Nie im Leben hatte der den. Und oh, das kann ich gleich wegschmeißen. Oh. Da muss ich die wieder gleich einer rauchen, ey. Für so eine Scheiße, dass ich sowas wieder wegschmeiße. Das ärgert mich wieder. Könnte ich wieder kotzen bei sowas. Besonders, weil ich jetzt schon das Vollhaus habe. Mit der 5. Und ich sage dir kein anderer Rat irgendwas. Da hätte er 100 reinsetzen können, ich hätte mir den angeguckt. Aber bei 10 kann ich mir davon ausgehen, dass keiner irgendwas hat. Ja, tanz mal du. Ja, er hätte definitiv gewonnen. Man hätte jetzt noch eine 5 gehabt, wovon ich jetzt mal nicht ausgehe. Ja, die checken auch alle nur, sag ich doch. Die hätten überhaupt nicht sterbt, das war die High Card, die gewinnt. Ach, wie lustig. Aber den Aufstieg habe ich trotzdem irgendwie hingekriegt. Nett. Ich habe es ja vergessen. Gucken wir mal, was da so kommt. Wenn es keiner erhöht hätte. Ich glaube, das ist schon mal schlecht. Nee, das würde ich mir auch nicht angucken. Wenn jetzt irgendeiner erhöht, bin ich weg. Kann zwar checken, aber das wird relativ wenig bringen. Ach, für die, die das Spiel hier zum ersten Mal sehen, das ist das Spiel über die Xbox One. Und darüber wird dieses Spiel hier gespielt. Wie gesagt, wer gerne mit mir mal zusammen spielen will, kann mir gerne hier über Twitch das dann nachträglich sehen, könnt ihr mir gerne mal in Kommentare drunter schreiben, dass ihr mit mir mal zusammen spielen wollt. Würde mich auf jeden Fall sehr. Dazu, ach ja, bevor ich es natürlich vergesse, dazu will ich natürlich noch anmerken, dass demnächst ein kurzes Infovideo rauskommen wird zu diesem Pokerspiel, da ich vorhatte, in nächster Zeit eine Pokerliga wieder aufzumachen. Ich hatte ja damals eine, die ich auch relativ gut geführt hatte. Und jetzt demnächst soll neue kommen, da kommt dann ein, wie gesagt, ein Interview wieder dazu.
Und dann schreibt er mich einfach an, dass er mitspielen wollte, wenn er denn die Konsole dazu habt. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr denn mit dabei wärt. Sehr lustig gewesen. Was dann natürlich auch wie immer hier live dann auch bei Twitch gezeigt wird. Ich dachte, jetzt hat er vergessen, die Karten auszuteilen. Die Karten werden immer schlechter. Obwohl, schlecht kann man jetzt nicht sagen. Selbst 5 und 3 vorhin war schlecht, aber irgendwie ist heute nicht mein Tag. Na gut, diesmal zumindest schon. Also ich spiele auch relativ passiv, man relativ schnell bei den Leuten, dass wenn sie dann wirklich zwei hohe Paare auf der Hand haben, wie zwei Damen, zwei Könige, dann hauen sie natürlich richtig rein. Dann begrüße ich, achso, dann begrüße ich erstmal hier wieder die Zuschauer, die hier wieder reingekommen sind. Herzlich willkommen. Wie gesagt, beteiligt euch gerne hier bei dem Chat. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ich schmeiße alle weg. Wer hat hier schon irgendwas? Und Ziegenbart gewinnt schon wieder. Mit nichts. Wovon ich nämlich hier stark mal ausgehe, dass er nichts hatte. Er erinnert. Gucken wir mal, was wir diesmal hier so kriegen. Ach du meine Güte, das hatten wir doch vorhin schon mal. Wird nicht besser. Es wird definitiv nicht besser. Das schmeiße ich aber gleich mal weg. Also selbst wenn die Straße nach unten kommt mit einer 6, nie im Leben gewinne ich das. Da gewinnt eher noch die Straße mit einer 10 nach oben. Wie ich es gesagt habe. Ja, wie gesagt, so, ich hatte jetzt auch vorgehabt, so mal für 1 bis 1,5 Stunden dreimal die Woche das auf jeden Fall hier mal für euch zu machen. Damit ich euch eben für die Leute, die das Poker eben nicht so gut kennen, das Spiel ein bisschen näher zu bringen und für die anderen mal eine Abwechslung zu sehen gegenüber von anderen Spielen. Ist auch mal ganz lustig, sag ich mal. Man kann sich relativ gut entspannen und ein bisschen zurücklehnen, und somit kann ich mich mit euch hier auch gerade hier bei dem Pokerspiel natürlich auch in Ruhe hier über den Chat hier drüber unterhalten. Das wäre jetzt ein bisschen schwieriger, hätte jetzt ein Spiel, wo ich jetzt dauerhaft den Controller in der Hand halten muss und ein bisschen aufpassen muss. Oh Gott, der zu erhöht, der, was habe ich denn? Nein. Aber passt auf, meine Passivität wird sich noch auszahlen. Das habe ich schon im Gefühl. Nur so natürlich nicht. Oh Gott. Sieht wieder nicht gut für mich heute aus. Ich habe wieder den Tag, wo wieder gar nichts laufen wird. Und wenn dann irgendwas läuft, habe ich die Karten schon weggeschmissen. Genau, wo ich mit gerechnet habe. Ich kann nicht nur hoffen, dass jemand, dass ich mich nicht ganz so ärgere, dass jemand den Flush höher hat als ich. Mit meiner 3 und, mit meiner 5 und mit meiner 2.
Ah, die hauen hier ganz schön rein, ne? Also der eine wird auf jeden Fall wieder ein relativ hohes Paar haben. Obwohl, da muss ich noch ein bisschen aufpassen, weil der ist jetzt neu im Spiel. Da muss ich mal gucken. Da muss man mal drauf acht geben. Jetzt geht er all in. Jetzt bin ich mal gespannt, wer sich das alles anguckt. Und die guckt sich das auf jeden Fall an. Sehr interessant jetzt. Der callt noch um 50. Der schmeißt gleich weg. Und 8. König 7. Und Ass und 9. Wenn jetzt noch ein Karo kommt, bin ich verloren. Nee. Der hat mit dem Drilling gewonnen, gut. Und ich hätte trotzdem gewonnen. Ist natürlich jetzt ein bisschen ärgerlich. Also der ist wirklich auf den König hochgegangen. Was anderes hatte der gar nicht. Also zumindest weiß man jetzt ungefähr mal schon, wie der junge Mann hier tickt. Das ist schon mal gut zu wissen. Was haben wir denn diesmal? Der ist schon eingeschlafen. Wie ich es gesagt habe. Check doch mal. Ja, sehr gut. Wir haben es endlich geschafft. Ach du Scheiße. Ach du meine Güte. Ja, tut mir leid, dass der junge Mann hier die ganze Zeit hier aussetzt und nichts mehr macht. Aber Gott sei Dank läuft hier ein Timer runter, sodass er definitiv jetzt nicht die ganze Zeit hier so rumhocken kann und nichts tun kann. Och du Schande. Gut, jetzt wir jetzt alle gecheckt haben, setze ich mal was. Wenn ich davon ausgehe, dass die alle nichts haben. Mal gucken, wie es läuft. Und der wird auf jeden Fall jetzt wegschmeißen, weil er nämlich überhaupt anscheinend nicht mehr an der Konsole dran sitzt. Dann begrüße erstmal die ganzen Zuschauer hier. Hallo? Mhm. 10, also. Ne, die callen auch nur, also die haben niemals einen Ass oder eine 9. Gehen wir mal am 100. Das ist jetzt nicht so schmerzhaft jetzt. Der schmeißt weg. Und der guckt sich das an. Juhu! Wunderbar. War jetzt ein bisschen passiv gemacht, aber naja. Einer hat sich zumindest nur angeguckt. Und die geht jetzt auch. Aber wie gesagt, die Tische werden hier immer relativ schnell gefüllt. Ach, Jesus geht auch. Gut. Es ist jetzt das dritte Mal, dass ich diese Karten hier kriege. Kann ich irgendwann mal was anderes kriegen? Der ist definitiv eingeschlafen. Das habe ich jetzt schon das Gefühl. Der macht nämlich überhaupt nichts mehr. Oh mein Gott. So zieht sich ein Pokerspiel auch hin. Ich glaube irgendwann, ich glaube einmal mitgekriegt haben, dass er nach irgendeiner Zeit er glaube ich rausgekickt wird, wenn er dann gar nichts mehr macht.
So war mir das zumindest. Bei mir selber ist es bis jetzt noch nicht passiert. Aber ich glaube zumindest mal gehört zu haben, dass er dann, ach, siehst du, da ist schon wieder neuer, dass er irgendwann dann rausgekickt wird. Ich hätte jetzt nur eine 5 gehabt, viel mehr hätte ich jetzt gar nicht gehabt. 8 und 9. Der gewinnt, obwohl er noch nicht mal mehr an der Konsole sitzt. Ach du meine Güte. So eine Leute haben dann auch noch so ein Schweineglück. Naja. Dann gucken wir mal wieder hier. Ach du meine Güte. Sollen wir oder sollen wir nicht? Nee, der Race gleich erstmal um 100. Nee, da gehe ich raus. Ich glaube, da gehen alle raus. Oh, der junge Mann ist wieder da. Der hat nämlich relativ schnell gepasst. Los, geh doch all in. Ach, nicht callen. Das wird eher ein Flash noch hier. Das sehe ich jetzt schon kommen. Aber ich hätte, wie gesagt, auch nur den Buben dazu. Viel mehr hätte ich jetzt gar nicht. Der passt auch gleich. Der wird immer reicher, der Typ. Da müssen wir uns mal was einfallen lassen, damit er nicht mehr so reich wird. Hier ist mal die Aufstellung, wie das im Moment gerade bei den Leuten hier so aussieht. Und der eine geht jetzt, wie gesagt, da ist jetzt kein Name mehr. Da gehen wir mal mit. Würde ich mal sagen. Würde ich mir ja nicht mehr angucken. Ne, da gehe ich auch raus. Da liegt schon eine halbe Flasche auf dem Tisch und ich habe nur die 10. Der wird sich das aber auch nicht mehr lange angucken, weil er merkt, er gewinnt ja dadurch überhaupt nichts. Sobald das so hoch geht, das guckt sich doch keiner an. Klar, der will natürlich die Leute nur erschrecken. Das sieht man natürlich relativ gut. Da gehe ich auch raus. Man merkt, es sind ja meistens immer nur zwei oder drei Mitspieler, die er dann da hat. Oh, jetzt wird es mal interessant hier. Ne? Was machst du nun? Also wie oft heute schon die 5 doppelt gekommen ist, ist Wahnsinn. Ist wirklich irre. Gott sei Dank hatte ich gar nichts. Ich glaube, der checkt oder der passt denn. Wenn der andere, genau das dachte ich mir nämlich schon. Er will jetzt wieder die Leute erschrecken. Oder er hat die 2. Was wir leider nie erfahren werden. Sehr schade. Ich hätte es gerne gesehen. Pussy.
Die Karten werden auch nicht besser, wenn du da fünfmal reinguckst. Da gehen wir mal mit. Schlechter werden kannst du ja gar nicht. Irgendwann muss ich ja mal was machen. Geht ja nicht anders. Kann eigentlich die ganze Zeit hier nur passiv bleiben. Da checken wir mal. Gut, der erhöht gleich um 250. Der geht gleich noch höher, da gehe ich raus. Das ist, also die 250 hätte ich mir wahrscheinlich sogar noch angeguckt. Jetzt kommt bestimmt eine 2. Das habe ich jetzt schon im Gefühl. Nee, da kommt eine 4. Auch gut. Bei den Karo, da müssten jetzt, hätten am Schluss jetzt 2 Karos kommen müssen, damit ich überhaupt eine Chance haben müssen. Und ich sage dir, wenn jetzt noch ein Karo kommt, hätte ich mir den angeguckt, die haben wieder nichts. Und jetzt hätte ich einen Drilling Damen gehabt. Aber eben nur mit einer 2 als Beikarte. Gucken, ob das ausgereicht hätte. Hätte ausgereicht. Hätte gelangt. Schade. Es ist jetzt das dritte Mal oder das vierte Mal, dass ich jedes Mal gewonnen hätte. Kann doch nicht wahr sein. Gibt's doch gar nicht. Der passt gleich. Und diesmal hat er anscheinend wirklich eine Schund auf der Hand. Gut, 2 Gegenspieler nur. Jetzt sind wir mal 10. Das ist sowieso alles höher als das, was ich habe. Na, die 40, die 30 gucke ich mir auch noch an. Check. Könnte natürlich auch den König haben. Ich gehe trotzdem um 1 höher. Das Risiko gehe ich jetzt ein. Und kaufen wir uns hier gleich nochmal ein. Machen wir mal gleich schnell. Der hat die 8, genauso wie ich auch. Teilen wir uns das. Ja. Yeah. Der hat nur 2 Buben am Schluss. Also brauche ich mich nicht einkaufen. Sehr gut. Spare ich mir das Geld für nächstes Mal. Gut.
Sieht nicht gut aus. Sieht nicht gut aus. Der Karl, gut, die 50 gucke ich mir an. Na ja, toll, jetzt habe ich zwei Paar, aber es bringt mir nichts. Ich habe davon nichts. Ach du meine Güte. Bring doch am besten noch einen fünften Kreuz hin. Ja, da gehe ich natürlich raus. Das bräuchte ich mir nicht anzugucken. Das ist dumm, dass er sich das anguckt. Dass da einer einen Flash hat, davon kann man ausgehen. Kann ich mit 3 und 4 nicht machen. Ja, gehen wir lieber. Ist besser so, glaube ich auch. Es wird hier ein bisschen leer hier. Aber nur ein bisschen. Mal gucken, was hat er denn Schönes? 2 und 8, der spielt auf das Karo. Und kriegt es sogar noch. Zum Kotzen. Zum Kotzen. Ja, klatsch du mal, du Mist-Typ. Mach du Scheiße, ich krieg hier auch nur noch Rotzer her. Daran nur Rotze. Könnt ihr mal angucken, wie hoch die vom Level sind. Da sind alle nicht so wahnsinnig hoch. Hier gut, das ist ja auch noch der, ich sag mal, der Anfängertisch. So könnte man das nennen. Und siehst du, bitte, so schnell ist der Tisch hier wieder voll. Na, der race die ganze Zeit nur. Respekt, muss man mal sagen. Jetzt nimmt er dem Typen das ganze Geld ab. Respekt. Wie er spielt, muss man mal sagen. Aber ich krieg auch nichts mehr auf die Hand. Das wird nichts mehr. Ja, der kommt hier gleich und will gleich all in. Yeah.
Ach, weißt du was, ich hab nur noch 635. 5 und 7. Das wird ein teures Spielchen hier. Als Bube, das werden wahrscheinlich alte Bilder sein. Ja, sag ich doch. Nur Bilder. Wer hat es gewonnen? Ich hab gewonnen. Mit einer 5. Die Sache, da zahlt sich denn aus. Na, jetzt werden sie so langsam hier verrückt hier. Ja, genau, damit habe ich nämlich gerechnet. Deswegen habe ich schon die 130 nicht bezahlt. Zwei Asse, König 3 und Ass und 2. Also ein Ass ist jetzt schon mal relativ unwahrscheinlich. Ich hätte schon die Straße. Oh, ist das bitter. Ich hätte die Straße sogar gehabt. Oh mein Gott. Wäre mit zwei Assen sogar auf die Fresse geflogen. Oh, ist das bitter. Ah, ist das ätzend. Ja, der vergrault natürlich die ganzen Mitspieler damit. Was ich eigentlich sehr schade finde. Muss ich ganz klar sagen. Na, jetzt passt er nämlich auch, weil er nämlich genug Geld jetzt hat. Nee, da gehen wir raus. Ich denke, wenn wir jetzt auch gleich hier der nächste rausgeht, dann beenden wir das auch für heute, weil das macht kaum mehr Sinn hier. Der hat die Dame getroffen. Ja. Full House, Dame 6. Kommt wieder einer. Ich weiß, wie lange das noch anhält. Ne, das können wir gleich wegschmeißen. Macht gar keinen Sinn. Juhu, kann er sich über 20 Chips freuen. Oh mein Gott. Er sagt doch, der geht. Passen wir gleich. Hm.
werden wir mal sehen, ob er sich das tatsächlich anguckt, obwohl er so viel Geld hat. Ich denke mal, bei einer bestimmten Summe steigt der aus. Weil sonst der würde sich ja wahrscheinlich jetzt nicht alles Geld hier aus der Tasche nehmen lassen. Davon gehe ich mal stark aus. Ne, jetzt passt er auch. Also siehst du, bei 100 steigt er schon aus, das ist ihm viel zu teuer. Aber der hat nur noch 1,1. Ne, komm, eine gucken wir uns noch an. Jetzt müsste ich mir natürlich noch eine angucken. Das passt mir natürlich jetzt gar nicht. Nee, aber da gehe ich raus. Na, die hat auf jeden Fall gewonnen. Nee, der hat 2,8 auf der Hand. Jetzt hätte ich mit der Dame gewonnen. Nee, nee, die gewinnt sogar mit dem Full House. Was für eine Lusche, der Typ. Oh mein Gott. Geh mal weiter üben. Jetzt würde den Rest wahrscheinlich noch reinhauen von 187. Mal stark von aus. Na, so genau damit habe ich gerechnet. Aber komm, das gucken wir uns jetzt, die Hand gucken wir uns jetzt noch an. Das wird aber ein teures Spiel. Nein, ich würde da rausgehen. Das ist mir jetzt. Ja, damit hat er mich jetzt. Damit hat er mich jetzt. Ich hoffe mal, da ist jetzt der Typ, der natürlich da drüben nicht gewinnt. Bube Ass. Ass 3. Bube 8. Ich hätte wahrscheinlich wieder mit Zahlen gewonnen, weil die andere Bilder haben. Na, die 6 hätte ich zumindest mal gehabt. Jetzt hätte ich das Full House gehabt. Und der hat die 8. Also habe ich alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Die gehen schon alle. Na, der geht wieder all in. Da gehe ich aber raus.
nicht mit 9 und 4. Da wird jetzt jede Hand All-In gehen, damit er mal wieder seinen Pot erhöhen kann. Zwei Asse, König 4, Bube 10. Ich hätte die 9 nur gehabt. Dame hat auch keine. Wir haben immer zwei Assen. Hätte ich sowieso nicht gewonnen, ich hätte ja mit zwei Paaren gewinnen müssen. Wieso hat der jetzt Geld gewonnen? Keine Ahnung. Ist auch nicht verstanden. Ich habe jetzt gar nicht richtig hingeguckt. Ja, klatsch mal. Sowas könnte ich einem immer in die Fresse hauen. So, ich würde nur sagen, wir machen jetzt noch eine einzige Hand. Die gucken wir uns jetzt noch an. Und dann ist es das für uns heute erstmal gewesen. Wie gesagt, zum ersten, wie gesagt, ihr könnt mir gerne Kommentare hier reinsetzen. Übrigens sehe ich gerade, ich habe die Straße. Kommentare reinsetzen hier bei YouTube nachher, schreibt mir da gerne was rein und bei Twitch jederzeit auch, ist überhaupt nicht das Thema. Und ja, und wie gesagt, wegen der Pokerliga kommt auf jeden Fall noch ein Video dabei raus, wo ich den auch mal alles genau erkläre und hoffe mal, dass sich mindestens einige dafür melden würden. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und dann schauen wir mal, wie es denn läuft. Ihr seht, der hat schon wieder alle verloren, der Typ da drüben. Ne, da geht mal raus. So, dann verlassen wir hier mal in Ruhe den Tisch. Ein bisschen mit Gewinn gehen wir ja noch. Ist ja 1073k. Ist ein kleiner Anfang, sag ich mal. Finde ich zumindest. So, dann sage ich erst immer auf jeden Fall. Ich danke auf jeden Fall erstmal natürlich fürs Zugucken. Dass ihr das so annehmt, auf jeden Fall auch mit dem Pokern. Und da freue ich mich auf jeden Fall sehr drüber. Ansonsten sage ich mal bis zum nächsten Mal. Hoffe, ihr schaltet auf jeden Fall. Und ja, ansonsten gibt es jetzt nicht allzu viel zu sagen. Außer, wie gesagt, musste das nur ganz kurz umstellen, deswegen habt ihr mich jetzt ganz kurz nicht gesehen. Ja, dann sage ich auf jeden Fall erstmal bis zum nächsten Mal, euer OEHSXHD und ciao.